Herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Kanal. Dieses Video handelt, wie auch unschwer am Thumbnail zu erkennen, am Fallout 76. Ich habe vor, die Kampagne dieses Spiels mit dem Smiley zusammen ein wenig zu zocken. Geplant sind Sessions mit jeweils ca. 10 bis 12 Folgen, welche dann täglich geuploadet werden sollen. Natürlich sollen noch andere Projekte auf diesem Kanal erscheinen, aber welche und wie genau steht noch nicht fest. Ich entschuldige mich vorweg schon einmal für meine recht hohe und teils auch zu schnell gesprochene Stimme und für meinen Dialekt, welches mir ab und zu rausgerutscht ist. Nun möchte ich euch aber nicht mehr länger aufhalten und wünsche euch vor allem bei dem genialen Intro von Fallout 76 viel Spaß beim Zuschauen. Krieg bleibt immer gleich. 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte, wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage, wir haben gekämpft. Doch die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messerschneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Wort 76. Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vortech entworfen. Aber er wurde von euch erbaut. Von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Unsere Besten und Klügsten sollen in diesem Wort weiterleben. Wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau. Nicht nur Mauern oder Gebäude, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Wort 76 unsere Zukunft beginnt. So, wenn diese Tante jetzt mal aufgehört hat zu labern, würde ich sagen, können wir auch mal anfangen, hier einen Charakter zu erstellen. Schauen wir mal durch, was es so gibt. Ach Gott. Wahrscheinlich nehmen wir jetzt einen alten Opa, oder? Gibt's irgendwas einigermaßen Normales, oder? Komm, nehmen wir den hier. Ah. Nehmen wir den hier, das sieht doch am normalsten aus. Eieiei. Also ich wag mich da am besten mal nicht so weit ran, das kommt, glaube ich, dann doch nicht so gut. Drehen und Gott, seht ihr das? Ich kann hier so noch hin und her ziehen hier vorne dran. Oh, soll ich gar nicht so raus und reinfahren? Ach, lieber abbrechen drücken. Ist nicht so geil. Sicht unten. Gut. Guck mal, ist einfach mal so, dass was geändert ist, ja? Sorry. Zu geil. Kommt noch ein Bart hin, dann sieht man es auch nicht mehr, also keine Sorge. Ah, so irgendwie. Haare? Stil? Oh, da geht es. Scheiße. So eine gepflegte Frisur hier in Fallout, das passt irgendwie auch nicht so wirklich, würde ich sagen.
gibt's nicht. Garagenband. Gunlock. Ich kann mich gerade absolut nicht entscheiden. Ich würde irgendwie sowas nehmen. Ja. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich bin demnächst fertig. Ich stelle mich schon mal ganz zufrieden mit, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, sind wir fertig. In Roffelmeier, oder? Wie mein Kanal. So. Und annehmen. Und fertig sind wir. Ich würde direkt mal kurz rausgehen. Und nochmal den Charakter von außen anschauen. Ich hatte ja schon mal grob das gestartet, um mal zu sehen, wie es ist, aber einen wirklichen Plan für ein Spiel habe ich jetzt. So, Raff, wie weit bist du? Gerade fertig geworden. Ja, geil, ich auch. Ja, wunderbar. Gerade in Pip-Boy eingezogen. Ja, ich auch, genau. Ein bisschen am Globus rumdrehen und jetzt kann es weitergehen. Kann man das? Ich komme mal eben raus. Ah, da hinten? Ja, ja. Oh. Ich komme jetzt mal raus und hoffentlich sind wir jetzt auch... Ja, jetzt hat's geklappt. Ah, da hinten. Hi. Hi. Wenn wir mit dem Grammophon hier ein bisschen Musik abspielen, dann kannst du kommen. Jetzt. Bisschen die GEMA ärgern, ha? Huh? Natürlich. Ich bezweifle, dass das GEMA geschützt ist. Ja, hoffen wir es mal nicht. Aber ich glaube, sonst hätten schon jede Menge andere YouTuber hier Probleme gehabt. Jo. Sag mal, wie sieht's denn aus? Beschissen, ganz ehrlich. Du hast denselben Kerl genommen. Ja, die anderen sahen alle so richtig komisch aus. Ja, die, ich habe da Probleme bei deinen Augen gehabt. Ich habe die Standard gelassen, habe ich auch gesagt, weil das, wenn ich was ändere, sieht's scheiße aus. Ja, ich hab so Klubscher bekommen. Ja. Kann ich dich irgendwie die Außenansicht anmachen? Ja, mit V. Oder Mausrad drücken geht auch. Boah. Mausrad drücken. Mhm. Also, Tatsache. Ja, nice. Ich sehe auf jeden Fall geiler aus wie du. Was? Hier noch ein bisschen Gamer? Geil. Oder lass mal gleich mal weitergehen, dass wir hier mal ein bisschen durch den Bunker unsicher machen. Mhm. Dann kommen wir auch gleich raus. Hast du zufällig irgendwas in deinem Video bisher gesagt, wie lange so eine Session sein soll? Nö. Okay. Ja, ich dachte mir, dass wir gerade die erste jetzt, dass die ein bisschen länger geht. Mhm. Bezüglich eben auch wegen dem Charakter, weil der so lange erstellt wird. Ja. Und dass wir dann so 20 Minuten Folgen immer raushauen. Ja, das finde ich auch am angenehmsten zum Zuschauen. Ja, da muss man nicht so lange dabei bleiben. Ja. Und, ja, wie kann ich hier aufhören zu schlagen oder in diese Angriffsstellung rausgehen? Ah. Ich liebe den. Du musst dafür, glaube ich, Tab gedrückt haben. Nee. Jetzt hat's aufgehört automatisch. Das war die Lampe. Boah, kein Plan, ehrlich. Crutchley? Sir, hallo? Okay, jetzt hallo. Bin ich auch in der Animation drin, ne? Okay. Ich hatte schon befürchtet, dass Sie gar ach, scheiß drauf. Keine Ahnung, wie ich da wieder rauskomme. Heute ist okay, guck mal hier. Der spinnt bei mir ein bisschen rum, der will, dass ich hierher gehe. Okay, ja, ich soll auf da hoch. Ah, da ist vielleicht der nächste Punkt. Okay, ich dachte, der Punkt verschwindet dann. Aber es ist cool dekoriert irgendwie, finde ich. Oh, ein Cola-Automat. Ist da was drin? Nö, leider nicht. Das ist die Nuka-Cola. Cool. So, mal hier, da hast du was zum Aufnehmen. Was ist denn das? Oh, wie geil. Das hast nichts gemacht, Alter. Die Luftballons. Geht die auch kaputt? Nein. Oh, da hat sich wieder was abgemeldet an meinem Computer. Ja, direkt mal die Sachen genommen. Man kann die Luftballons kaputt machen. Jetzt mag ich das Spiel plötzlich viel mehr. Okay, kann ich trinken. So, ich geh mal weiter vor, ne? Was auch immer du da machst, okay. Du musst halt die Sachen aufnehmen, einfach nur. Okay. Und der Roboter erklärt dir eben ein bisschen was dazu. Ja, nee, weil du die Pylonen und so durch die Gegend gekickt hast und die vom Himmel gefallen sind. Ja.
Stimpacks heilen Schaden. Geil, dieser Roboter. Zeit. Der ist einfach genau dasselbe wie im Fallout 4. Okay. Ich habe den Teil ja nicht gespielt. Ja, also ich habe nie richtig durchgespielt, aber so ein bisschen habe ich alle Teile mal bisher gespielt. Aber nie durch. Schau mal. Hab mir einen Hut gegönnt. Geil. Den gibt's oben. Kannst du dir auch gleich einen holen. Und nicht aufheben? Ach, schade. Join a team. Oh, cool. Party erstmal mit dem Partyhut. Setz dich sieht geil aus, ne? Wenn du rauskommst, auch draußen die top-equippten Leute, wir kommen mit dem Partyhut raus. Ja. Wie kann ich hier das umstellen? Du gehst auf Tab, um deinen Pip-Boy zu öffnen. Kleidung. Genau. Partyhut. Jetzt hast du deinen Anzug ausgezogen, du perverse Drecksau. Das wollte ich jetzt nicht. Achso, ich muss die anklicken, dann bleiben die. Okay. Warte mal, ich kann da irgendwie die Ansicht. Ja, genau, mit V kannst du noch den Pip-Boy verändern vom Design her. Echt? Finde ich ein bisschen angenehmer. Achso, wenn das so links in so einem kleinen Fenster ist, oder wie? Ja, du kannst mit V dann halt eben so ein Fenster da machen, statt eben diesen Monitor unten. Ja, ich finde den angenehmer. Echt? Ich finde es stylischer. Vergessen Sie. Ja, den sollten wir besser mitnehmen. Habe ich immer dabei. Immer in der linken Hosentasche. Genau. Ey! Du Sau. Will es auch kommen? Geil. Ich liebe Funktionen in Spielen. Wie tritt man oder kickt man? Ich krieg den nicht kaputt. Einfach links klick. Warum macht er den nicht kaputt? Er macht ihn einfach nicht kaputt. Hallo? Ich bin in diesem Kinosaal mittlerweile. So besser. Es ist so weg. Ja, aber ich kann mich da hinsetzen. Na, ich komm. Also ich schau mir erstmal einen Film an, ja? Ich weiß nicht, was du so machst. Ich schau dir zu, wenn du mit deinem Partyhütchen einen Film schaust. Denken Sie an eines der vielen. Ich drück immer F statt E. Hast du viel Tarkov gespielt? Ja, irgendwo, ne? Schau mal hier. Hm? Ups, oh, was hab ich jetzt gedrückt? Ah, das sind diese ganzen Skillkarten. Okay, Charisma ist ja eh Schwachsinn. Ah, das muss ich auswählen, das tue ich dann sozusagen skillen, oder wie? Genau. Ich denke mal, Intelligen. Stärke ist gerade am Anfang wichtig. Achso, ich kriege dann immer wieder neue Karten, die ich dann skillen kann, oder wie? Genau, und die haben auch verschiedene Werte und so. Okay. Habe ich jetzt da oben zur Stärke, habe ich jetzt Stufe 2. Wenn du dann oben die Karte siehst, die Reihe, dann siehst du dann eben die verschiedenen Levels, die du in dem jeweiligen hast. Du brauchst zum Beispiel, um Schlösser zu knacken, eben bestimmte Level. Ah, okay. Vielleicht Endurance als Ausdauer nehmen. Hey! Ja, genau. Das ist auch relativ wichtig. Ich habe jetzt mal Stärke genommen. Okay. Da kannst du dann mehr tragen. Space annehmen. Annehmen. Tada! Level 1. Oh, ich bin nochmal hier durch. Ich warte mal eben auf dich, weil da kommt der ewige Moment. Okay. Der epische. Der ewige? Der epische, nicht der ewige. Der ewige Moment. Ich komme. Komm mal eben her. Wo mach mal deine Lampe aus hier? Wie gehen die aus? Tab gedrückt halten. Echt? Geil. Hey, wo mach ich die an? Wo sieht man das? Auf dem Boden. Du mach doch alles so grün. Siehst du es nicht? Bei dir ja, aber bei mir nicht, oder? Tab gedrückt halten, dann wird alles grün. Warte mal. Bist du farbenblind? Jetzt, wenn man Ego-Perspektive ist, ja. So, jetzt geht's los. Hey. Oh, ja. Abgang professionell. Pur. Hast du gerade gesagt, wirkt professionell? Ja. Ciao. Tschüss. Der Roboter. Finde die cool. In allen Sprachen, die er kennt. Geil. Cool. Wird geladen. Ach ja, wir kommen endlich aus dem Vault raus. Nach langer Zeit. Ja, es war sehr lange. 21 Minuten. Und 18 Sekunden. Ups, da bin ich ins Mikro gekommen. Scheiße, ich muss wieder rausschneiden. Ah, wir sind da. Quest abgeschlossen, Rückeroberungstag. Mann, bin ich stolz auf mich. Aber du ziehst deinen Scheiß auch aus, ne? Natürlich. Natürlich laufe ich nackig rum. Was denkst du denn für mir? Denkst du ernsthaft, ich zieh mir ja hier die dreckigen Sachen an? Was haben wir denn da unten so? Aha, so groß ist es ja gar nicht. Saubere Unterwäsche, würde ich sagen. Ja, wenn du das als sauber bezeichnest, dann Mahlzeit. So, die Brille natürlich nicht vergessen, dass wir schlau wirken.
hier im Ödland. Das ist ganz wichtig, schlau zu wirken. Okay. So, und hier müsste es jetzt gleich. Ja! Was? Hier haben wir gleich unsere erste Knifte. Okay. Scheiße, jetzt muss ich kurz noch gucken, wie ich die wieder ausrüste. Nehmen. Nein. Impro-Pistole. Tada! Aber ich würde die Mune an deiner Stelle sparen. Also gehst du hin und drückst E? Ja, das habe ich schon gemacht. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich es auswähle. Moment. Jetzt kommt immer dieses Fenster oben links und dann sehe ich das nicht. Ja, das sind die kleinen Tutorials quasi, dass du weißt, wie man schießt. Okay, jetzt habe ich das Ding. So. Ich leg die mal auf die Favoritenliste mit. Mit C. So, ja, jetzt kann ich das nämlich auch mein Rad jedes Mal auswählen. Das Rad geht auch mit dem Mausrad. Aber ich weiß jetzt aber nicht, wie ich die Waffe aus der Hand nehme. B gedrückt halten? Nee. V gedrückt halten? Nein. Du musst draufdrücken. Draufdrücken und dann hast du in der Hand. Über irgendeine Taste muss man gedrückt halten, dann entwaffnet er sich. Das war's nicht. Ach ja, X war offenbar automatisches Laufen. Okay, lul. Dass es sowas gibt. Ja, du wirst hier zum Teil große Strecken laufen müssen. Okay. Oh, kein Plan, wie ich mich jetzt... Warte mal, ich kann doch einfach in die Einstellungen gucken, ich Idiot. Einstellungen? Das Steuerung. Sieht echt cool aus. Ah, da schießt das auf mich. Ah. Ja, das sind die Roboter unten. Müssen wir die abschießen, oder? Schleichen, laufen, Emojis. Ja, du kannst sie abschießen. Können wir gleich mal machen, ja. Okay. Wie war push das? Push total Caps Lock. Ich habe eine Spritze. Ich sehe es gerade irgendwie nicht. Ziehen, nachladen. Vielleicht R gedrückt halten? Yes. Ja, R gedrückt halten. Dann ist er weg. R gedrückt halten? Ja. Jo. Bist du weiter? Nochmal R drücken. Penner da unten Blatt. Ja, easy. Kann ich auch irgendwie in das Ironside scopen, oder? Ja, rechtsklick würde ich sagen. Hey, nein, dann bin ich. Gedrückt halten, das ist nicht Tarkov. Ja, ich habe ja gedrückt gehalten. Nachladen. Kannst du nicht zielen? Klar, ich habe sie doch jedes Mal getroffen, war noch immer diese Hit drumrum. Ich habe keinen Schuss mehr. Moment mal. Ja, yeah, ich habe einen. Super. Was sagt ihr? Wie viel Schuss hattest du? Aha! 12 oder so. Wie viel Schuss hast du denn noch? 2 oder so. Nee, ich hab genau 2. Hey, ich hatte nur ein Magazin und das war ja nach ziemlich schnell leer. Da macht immer bei mir sowas auf. Nehmen, Stahlschrott. Prima. Nehme ich auch mal. Fusionszelle. So, 4 Schuss habe ich noch. Okay, ich hab keine. Dann würde ich sagen, also das erste Ziel, was ich quasi immer so habe am Anfang, also klar, erstmal die andere Anfangsmission hier durchklatschen. Mhm. Und, ey, wer schießt denn da? Da unten. Ich habe auch keine Munition, ne, also. Man kann irgendwie schlagen. Ja. Super. Es sind noch mehr. Ja, ich kann nicht schießen. So, dann gehen wir mal da oben lang. Finde ich gut. Also machen wir die Anfangsmission, dann suchen wir uns eine Stelle, wo wir uns ein Camp aufschlagen und dann können wir dann mit dem Basebau anfangen. So eine kleine Sache erstmal aufsetzen. Okay. Können wir machen. Bis ins Ödland erkunden, ne? Das ist so das Spiel. Mhm. Mhm. Du hast dich sehr interessiert an. Das ist ein sehr interessiertes. Oh, hier geht's los. Guten Tag, ja. Hallo? Ja, redet erstmal mit uns. Ah, jetzt hat alles angefangen. Ich habe dieses Holoband, mein Körper der Aufseherin, gefunden und es mir angehört. Sie sollen sie wohl in ihrem Camp die Straße runtertreffen. Am Ende der Straße im Süden. Mhm. Ah, und ein Tacho. Ah. Was wird. Ja, genau, um Tacho. Da unten. Also kein Anzeige. Tacho und ein Kompass, ja. Tacho. Geiler Typ. Alles meins. Ich bekomme jedes Mal hier. Ach so, ja, das Hochkriegs ist Geld, nehmen. Marete nehme ich auch. Easy. Jetzt können wir mit der Marete wenigstens zuschlagen, wenn wir keine Moon mehr haben. Hast du das auch, die Sachen? Die wir jetzt drin waren? Oder ist es doppelt? Kann es sich jeder rausnehmen oder wie ist jeder das? Kann das nehmen, ja. Okay. Es gibt nur so spezielle Sachen, so Missionen, da sind auch ganz besondere Sachen drin. Die kann dann nur derjenige nehmen, der eben zuerst dran war. Okay. Kann zusammen eben so Events klatschen, weißt du? Da kommt dann so eine Drohne zum Beispiel und bringt dir so ein besonderes Paket vorbei. Okay.
Gut, wir haben jetzt aktuell die Mission darum. Hey. Komm, auf ihn. Mach ihn alle! Es sind zwei! Lol, war der One-Schlag? One-Schlag war's. Hallo? Hier, bleib stehen. Schritt nehmen. Die Marete ist ja übel. Hallo? Wir lassen ja nichts aufeinander stehen. Genau. So, ich wollte aber eigentlich den Roboter da oben looten. Achso, auch gut. Missionszelle, Stahlschrott. Ja, habe ich auch genommen. Bei mir war nur Stahlschrott drin. Haha, ich bin was Besseres. Hab dich auch lieb. Ist irgendein Fuchs? Habe ich gerade Fuchs gelesen? Wo? Irgendwo hier soll ein Fuchs sein. Okay. Ich habe nichts bekommen. Was ist denn hier? Was ist das denn? Ein Opossum, das ist rot, von der Anzeige her. Aha. Komm noch was. Weg mit ihm. Maultrommel? Ich hab Opossumfleisch. Ach lol. Was ist das? Was machst du? Weißt du das? Ja. Was ist das? Spiel mit. Geh an die Gitarre. Im ersten Benzin kann das im Moment. Wie schlimm sich das anhört. Spielen. Muss ich irgendwas drücken? Holy shit. Wir sind so gut. Ja. Thumbnail. Oh. Ist da. Ey, ja, natürlich. Thumbnail. Und dein Arsch ist ein Thumbnail. Ey. Au. Halt's Maul. Ich mein Solo ist gerade. Moment. Dein Solo gerade? Warte mal, da kannte ich doch irgendwie. Ich sehe deinen Arsch komplett in der Kamera, nichts anderes. Ja, das machst du gut so. Ich sehe deinen Arsch. Ich habe mir eine Spritze gegeben erstmal. Nein, irgendwie konnte ich das triggern. Ich muss ganz schnell die Einstellung gucken. Mhm. Wie duckst du dich eigentlich? Mit X? Steuerung meine ich. Okay. Ich spiel mal das andere, Moment. Hey, warum was? Wie kann ich hier aufstehen? Hey? Ja. Ah, geil. Hier ein bisschen Liebe. Ja, wie machst du das? Mit G kannst du Emojis machen. Warum auch immer mit G? Warum macht er nichts? Frag ich mich auch gerade. Der wackelt oben ein bisschen rum. Hier. Follow me. Wie es sich anhört. Oh, das ist cool. Fährt da draußen gerade ein Panzer durch die Straße? Wo? Also bei mir draußen hier vor der Tür. Mega laut. Ach so. Ich dachte gerade im Spiel. Hab schon geschaut, wo. Ja, wo, Panzer. Oh, hier ist eine Kochstation. Herstellung, ja. Verfügbare Rezepte. Ich würde es nicht so empfehlen zu kochen. Fantastischer Opossum Bacon, warum? Weil du nicht kochen kannst. Benötigt. Ach, leck mich am Arsch. Ausruhen, okay. Tach, ich komme gleich mal zu dir raus. So, gut, hier muss ich wieder schneiden. Ist ja voll geil. Ja, da erstmal dahin gekotzt. Ja, so gehört sich das. Oh ja, komm, gib her. Wollt ihr denn Geld? Nein. So, dann lass mal eben runter zur Mission gehen. Mhm. Dass die. Warte mal, die ist da oben. Warte. Da kann man auch mit Rechtsklick kann man auch die Waffe rausholen. Gut zu wissen. Okay. Ja, wir müssen weiterhin zur Markierung laufen. Geht das Geldzeichen auch mal wieder weg? Wo ist die Markierung? Ich sehe den nur in meinem Tacho unten, ne? Ich sehe den nicht im. Ja, ja. Du kannst auch auf der Karte schauen. Da kannst du ein bisschen rauszoomen und dann siehst du das. Ach, das da. Der Bunker, das oder ist, wie? Finde das Camp. Ah, nee, da unten. Ja, Aufseherin. Okay. Ich kann mich nur so grob dran erinnern, was da ungefähr so zu tun ist. Okay. Komm ich da hoch? Nö. Also, ich renne jetzt mal straight durch den Wald durch. Mhm. Lass mich einfach allein. Ja, natürlich. Ich überlasse dich dein Schicksal. Aber es sieht schon irgendwie cool aus. Ja, irgendwie ist gut. Also das haben sie, vor allem wenn man hier mal in die Distanz reinschaut, echt geil. Mhm.
Was ich halt in diesem Spiel so feier ist, du kannst halt so viel entdecken. Ich habe das Spiel jetzt ungefähr eine halbe Stunde gespielt, so selber. Mhm. Und habe halt so wenig sehen können in der Zeit. Und ich habe jetzt schon wieder mit dir halt unten da unten, wo wir Musik machen konnten. Ja. Ja? Das habe ich zum ersten Mal entdeckt. Okay. Also es ist einfach nur geil, was man hier alles so sieht. Ja. Und auch die Events, die wir hier machen können, gibt ja ganz viele verschiedene, die ich halt noch nicht gemacht habe, weißt du? Okay. Oh, ich kann Bären ernten. Ja, wir können das ja irgendwie verarbeiten und kochen. Kochen kann ich eh nicht. Ja, die Rezepte lernst du mit der Zeit. Okay. Oh, da hinten geht dann die Stadt los. Ja, war jetzt gerade noch Herbst und ist es auf einmal hier Winter oder sowas, oder? Ja, ja, klar, Herbst und Winter, das steht einfach so von jetzt auf nächste Sekunde um. Nein, weil hier gerade was ist so schön hell irgendwie alles so, vom Filter her. Oh, das ist einfach allgemein das Wetter schlecht geworden, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, das hat man noch Dämmerung. Ja. Ah, geiler Typ, du. Da unten ist ein Haus, ich geh da mal hin. Ja, also ich bin jetzt gleich bei der Mission. Okay. Bist du denn eigentlich? Kannst du dich auch rumteleportieren übrigens? Nee, ich möchte schön die Spielwelt erkunden. Eieiei, wir haben uns ein bisschen verloren. Oh, da läuft jemand, der brennt. Das ist in Ordnung, das muss so sein. Du bist schon da vorne, an diesen Schienen. Nee, ja, du kannst von der Karte rechtsklick auf meinen Namen oder linksklick machen und dann kannst du auf Schnellreise klicken. Ja, aber ich sehe nur dich, aber... Also ich sehe deinen Namen nicht, ich sehe jemanden, der heißt Chrisco 115, aber ich sehe nicht deinen Namen. Ich komme mal eben zu. Ah, da oben, das, du warst gelb, das habe ich nicht gesehen. So, ich komme mal eben zu dir mit Schnellreise. Vorkriegsgeld. Mein Loot, alles meins. Weißt du, bei dem Spieler oder wie? Nee, ich loote hier so ein Haus, so eine Hütte. So, jetzt bin ich wieder da. Oh, da oben bist du. Ein Kaugummibär nehmen. Süß. Skalpell. Landgut Leuchtturm. Boah, die Animation. Hey, gut, dass du hier bist. Ich will immer was Neues entdecken. Ja, ne, du rennst immer davon hier, immer mit der Gemütlichkeit, ja? Ja, ich wollte halt instant halt Mission hier machen, ne? Also Vorkriegsgeld mitnehmen, damit können wir Bomben bauen. Finde ich gut. Muss dir vorstellen, ne? Da wird Geld und die Münzen einfach in so eine Kapsel versteckt oder verbaut und dann einfach so gesprengt. Fliegensgeld. Ah, oh, das greift mich an. Ich bin vergiftet, steht da. Ist das so ein orangener Balken an deinem Leben? Ja, so rechts, von der rechten Seite kommt der. Ja, ich sehe das sogar unten links. Das ist nur minimal, das ist nicht schlimm, das ist, ich glaube, diese Verstrahlung. Okay. Hat das komische Viech also eine Verstrahlung gehabt? Genau, Red Array musst du dann nehmen. Dann geht das wieder weg. Das ist so ein kleines, so wie so ein Stimpack. Mhm. Stimpack macht dir quasi dein Leben hoch und das andere, Red Array, rot weg, Alter. Okay. Wie es der Name schon halb sagt. Red Array, da hab ich's ja. Jo! Geh drauf! Brauchst du Hilfe? Ja, hier war so eine Red Kakerlake. Achso. Aber macht es mir Schaden, wenn ich jetzt so einen ganz kleinen Balken davon hab? Oder soll ich das heilen? Oder? Nee, das ist nicht schlimm, so ein kleiner Balken. Okay. Solche Eier, Spüllappen, alles nehmen. Erstmal. Ventilator, alles mitnehmen. Oh, Zeitung, geil. Ah, ich kapier's nicht, komm, das muss ich nochmal anschauen. Ja, guck dir ein Tutorial an, wie man hackt. Ja, ich hab doch keinen Plan davon. Ja, yeah, es passt schon. So, Leute, aber das war jetzt schon mal die erste Folge von Fallout 76. Es war jetzt nicht viel los, aber ich hoffe natürlich trotzdem mal, dass ihr heiß drauf geworden seid, was so in der kommenden Zeit auf euch zukommt. Genau. Wir werden auf jeden Fall die Mission da mal abgeben, dann eben mal gucken, wo wir unsere Base aufbauen. Und ja, so im Großen und Ganzen war es das erstmal für die erste Folge. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Raphael und ich machen jetzt mal eben ein bisschen weiter und sorgen dafür, dass ihr die kommenden Tage wieder eine weitere Folge seht. Genau. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Ja. Bis dann, Leute. Ciao. Ja, ich hab sowas noch nie gemacht. Ja. Wir alle haben ihr erstes Mal, ne? Du noch nicht, alles klar, Leute. Bis dann. Dankeschön fürs Zusehen. Und auch viel Spaß. Zum kommenden Video. Ciao. Ich hasse dich. Du hast dein erstes Mal noch nicht, oder?